So, wunderbar. Modifikation. So. Gut, dann will ich mal Handhabung. Ich würde gerne Handhabung und Schaden reinknallen. Feuer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Feuer, Schaden, Eis. Das ist okay. Und weißt du was? Wir machen da noch einmal ein bisschen Schaden rein. Das sollte ausreichen. Wunderbar. So, Quests. Höhle tief im Norden, in dem die Schamanen Materialien für ihre Speere sammeln. Finde ein Schienenteil. Speermodifikations. Nee, weißt du was? Das machen wir anders. Ich mache jetzt erstmal Hauptstory weiter. Dann sind wir hier jetzt auch mal mittlerweile durch. Ich meine, komm schon. Es wird wahrscheinlich jetzt relativ simpel, weil wir durch das DLC ein bisschen overlevelt sind. Definiere ein bisschen. Ich glaube, ich habe das DLC zu früh angefangen. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Warum bist du da? Warum ist der Ladebildschirm so lang? Ich meine, das ist auf einer SSD gespeichert, das Spiel. Komm schon. Funkenfängerin Outfit schützt vor Schockschaden. Das ist super. So. Sehr hilfreich. Tutorial, Tutorial, Tutorial. Das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Stufe 48 erreicht. Gut, dass wir jetzt die Level 14er Quest machen. Finde ich super. Habe ich das nicht schon befreit? Ja, wollte doch schon sagen. So, aber jetzt würde ich gerne mal zu einem Händler. Hier muss doch auch irgendwo ein Händler sein. Leck. Leck, leck, leggy leck. Mach mal Platz hier. Hallo. So, verkaufen. Ja, okay. Grauhabichtherz. Prellrücken. Altmetall. Okay. Okay. Schnappmaul. Langbein. Sägezahnversenger. Ich würde gern von allem ein bisschen was behalten. Nur für den Fall, dass ich es vielleicht doch brauchen kann. Aber wirklich nur eins decken. Warte mal, Trampler.
Grauhabicht. Schnappmaul, Langbein, Sägezahn, Versenger, Pirscher, Stürmer, Stürmer. Lanzenhorn, Breitkopf, Panzerwanderer, Panzerwanderer, weg damit. Graser, Plünderer, Linse, Fuchsknochen, Wächter, Wächter. Ist auch ein Wächter, dann legen wir das mal weg. Wildschweinknochen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, Sachen zu verkaufen. Die von Tieren stammen, aber ich habe mehr als genug Wildschweinknochen. Metallband. Davon verkaufe ich mal 2 Stecken. 1 Stack reicht hiervon. Hier auch 2 Stecken. Lassen wir den ganzen Kram mal ein bisschen halbieren. Zunder reicht auch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Natürlich haben wir ziemlich viel. 1, 2, 3, 4. So, Modifikationen. Ich würde sagen... Komm, komm, das machen wir. Alles, was blau ist. Wir haben so viel Zeug. So viel seltene Dinge. Dass ich sogar sagen würde, wir können alles, was blau ist, sogar mittlerweile verkaufen. Wenn ich überhaupt irgendwas noch brauchen sollte. Sind wir ehrlich? Hört mich gleich mal um meine... Pfeilbrecherin. Fernkampfschutz habe ich. So, weißt du was? Jetzt haben wir nämlich alles. Druff geschissen. Jetzt will ich noch mal gucken, dass ich ein paar Tränke kriege. Machen wir mal voll. Warum eigentlich nicht? Kaufen wir mal 2 Stück. So, Outfit modifizieren. Tarnung. Wunderbar. ...36% Schaden. Das ist eigentlich soweit ganz gut. 51% Schaden, 44%, 41%. Das ist alles soweit super. Hier würde ich gerne mehr auf Eis gehen. 40% Eis, 42% Eis. Super. Was haben wir unten? Stolperfalle. Stolperfalle könnte mir sogar sagen, dass wir da vielleicht auf Schockschaden gehen. Warum eigentlich nicht? Ich würde aber trotzdem gerne Handhabung und Schock reinbauen. Super. Und was ist das? Das ist Elektro, das ist Eis, das ist Feuer. Warum eigentlich nicht? Super. Es ist alles voll. Das freut mich. Und jetzt müssten wir eigentlich im Inventar auch wieder Platz haben. Waffen ist klar. Outfit auch. Werden wir nie wirklich brauchen. Nein, das will ich doch gar nicht. Aber wir könnten die Outfits mal ein bisschen modifizieren. Hier zum Beispiel. Na gut, das ist jetzt Seide. Verderbnis. Haben wir da was? Nein. Eis, ja, was haben wir hier? So ein Allround-Ding.
Nahkampf. Pfeilbrecherin ist gegen Fernkampf. Hier haben wir dann gegen Schockschaden. Das ist gut. Was haben wir hier? Feuer. Hab ich nicht. Und das ist... bietet wenig Schutz, ist aber sehr anpassbar. Ja, ist okay. Ja, links natürlich hier, was wir alles entfernt haben und so weiter und so fort. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Das ist schön. So. Läuft doch sehr gut. Gut, Inventarpflege gemacht. Jetzt können wir wieder ein bisschen weitermachen. Hallo Fuchs. Entschuldigung. Brauche ich eigentlich irgendwas zum Herstellen noch? Dachshaut und Eulenknochen. Ja gut, das ist jetzt alles... nö, nicht mehr. Das bedeutet, theoretisch könnte ich den ganzen Kram auch wegschmeißen können. Plündere das Ausrüstungsversteck hier, ne? Und dann ab zu den Ruinen. Na gut. Ich will mich jetzt auch gar nicht mit den Tieren hier großartig belasten, oder? Weißt du was? Eine Sache würde ich gerne noch machen, bevor ich jetzt hier großartig den... ich würde gerne einmal Schaden weniger wegmachen und einmal dafür Handhabung reinstecken. Dass der Bogen nicht ganz so grausam ist. Es war schön und gut, so einen One-Hitter zu haben, aber es bringt halt nichts... wenn du im Gefecht bist, dich darauf verlassen musst, dann ist mir dann doch ein bisschen... genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Ich weiß ja noch gar nicht seinen Namen, fuck! Wir haben noch einiges zu tun in dem Spiel. Das DLC hat sehr viel Parts gefressen. Aber okay, dann haben wir es durch. Dafür versuche ich jetzt einfach hier, wer will, durchzumachen. Ich bin jetzt sowieso overleveled. Wie er gesagt hat. Es läuft sehr gut. Das hat gesessen. Alter, 50% Handhabung machen so ein Krach. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Also, ist ja jetzt kein One-Shotter mehr, aber ich habe das Gefühl, dass die Handhabung mir wesentlich besser gefällt. Das könnte schwierig werden.
Eigentlich bin ich ehrlich ein Nein, Aloy. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Ich weiß nicht, ob du das wirklich wissen willst. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber es läuft sehr gut. Natürlich will ich jetzt auch nicht so viel hier liegen lassen. Auf Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Etwas düsterer Vergleich. Ja, also ich mache mich jetzt nicht auf die Suche nach diesen komischen Tassen oder so. Das interessiert mich jetzt relativ wenig. Kann zwar schön Loot daraus bekommen, aber wir sind, glaube ich, mit dem Banuk-Zeug, mit dem DLC, haben sich ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, muss ich sagen. Weil er nämlich so guten Stuff gegeben hat, dass wir jetzt halt den ganzen anderen Scheiß nicht mehr brauchen. Jetzt habe ich sie doch gefunden. Na komm, ist egal, lag auf dem Weg. Noch eine Explosion. Ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Wenn man mit Level 15 hier ankommt... ...wird es nicht gerade schön. Todbringer. Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hat. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Da kommt Rauch raus. Was wohl deine Schwachpunkte sind? Kriegen wir hin. Alter, dieser Bogen, ne? Alter, haben wir den gerade getötet? Ich will zwar nichts sagen, aber der Todbringer, ich habe mir das Spiel jetzt wieder selbst ein bisschen versaut. Normalerweise hätte der Kampf richtig Spaß gemacht. Aber mit dem Bogen ist natürlich, und Stufe 44 ist natürlich klar, dass das Ding jetzt nur noch... Das schnupft die Aloy weg wie Koks unter ihrer Vorhaut. Haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen. Naja, definiere in sich, ne? Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Also, dass sie explodieren können, Aloy, ist zwar schön und gut, aber was zur Hölle war das? Hades? Habe ich so viel auf die Fresse gekriegt? Hey, geheimnisvoller Fremder. Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Ist
wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Sieht eng aus, aber ich kann nicht durch. Identity-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. %99,47 Übereinstimmung. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Wie bitte? Autsch. 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ja, leicht verschlafen. Kann schon mal passieren. Ich werde jetzt mich hier nicht umgucken oder sonst was. Ich werde jetzt hier einfach durchrushen. Einfach weil ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie großartig was... Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen. Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts natürlich. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Ja, Definition Unternehmen. Wir haben jetzt ganz viele Sachen reinbekommen, wie wo was ist, aber um ehrlich zu sein, brauchen wir das eigentlich nicht. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Okay. Gut. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Ach echt, mach Sachen. Wow. Darauf wäre ich nie gekommen. Vor allem, weil das das Einzige ist, was hier gelb ist. In der sonst so trostlosen, tristen, eisigen Umgebung. Ich will das Spiel jetzt nicht hinterfragen. Es scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Das ist auch ein Aufzug. Bevor die Aufzüge elektrisiert waren, waren das die Aufzüge. Das wird ein weiter Weg nach oben. Das kriegen wir hin. Überall gefrorenes Metall. Dr. Sobek macht es mir nicht leicht. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Also keine Ahnung, was der andere Weg gewesen ist, aber ich glaube, wir sind hier einigermaßen richtig. Wird ein bisschen knifflig. Klettermäßig ist sie gut begabt. Also, will zwar nichts sagen, aber die Aloy braucht keinen Kletterschein. Müssen wir jetzt dem Schlauch folgen? So ein bisschen ist es ja schon eindeutig. Alle Mann an Deck.
Na dann. Ich glaube jetzt einfach mal hier hoch. Beim letzten Mal sind wir jetzt nicht höher gegangen, sondern... Ich meine, man kann es schon ein bisschen übertreiben. Ein Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Ach echt, ich sehe es. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Ganz viele Steine. Die wir nicht benutzen können. Weil wir voll sind. Auf diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Mhm. Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elizabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation. Das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Lies nicht du alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Ja, jetzt wissen wir, dass der... die Maschinen gebaut hat, die sich hier... Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht, aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter, aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier. Yep. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es
reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Tja, Ted. Du musst mir nicht drohen. Sie hat dich an den Eiern. Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Du hast keine Ahnung, wie hart es war. Was ich durchgemacht habe. Ich wusste nie, wer ich eigentlich bin oder woher ich stamme. Und dann kommt die Eclipse und will mich töten, nur weil ich wie diese Elisabeth Sobek aussehe. Und sie töten den Mann, der dich aufzog und man fand dich als Baby in den Bergen. Ich weiß das bereits, durch den Fokus. Der Punkt ist, mit jedem Schritt vorwärts scheinen sich die Antworten weiter zu entfernen. Du verstehst das nicht. Ich verstehe das durchaus, Aloy. Doch es ist mir egal. Wenn sich die Antworten mit jedem Schritt entfernen, dann lauf los, um sie einzuholen. Doch es ist mir egal. Vielleicht erkennst du dann, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Du bist unerträglich, weißt du das? Machen wir weiter. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando. Um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen.
Ja, würde sagen, machen wir doch. Normalerweise könnte ich jetzt auch schnell reisen, aber ich sag ganz ehrlich, ich hab Bock drauf. Jetzt können wir es. Da war ich schon. Cool. Jo, ja, wie schnell, bei dem Spiel vergeht die Zeit extrem schnell. Wir sind schon bei 36 Minuten, das ist schon krass. Vorsicht da unten. Oh, drinnen sind sie auch. Ich will zwar nichts sagen, aber... Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Ach, Mist. Er lebt. Und ist wütend. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten und ihn dann abwehren. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Oh, was? Hab ich gar nicht gesehen! Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Den habe ich jetzt gar nicht registriert. Ups. Ja, mit dem Wissen, dass man vielleicht ein bisschen... Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Naja, wahrscheinlich hat das Militär versucht, sich gegen diese Viecher so ein bisschen zu wehren. Haben die Soldaten wohl geschlafen? So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Was war das hier? Das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. Die Möbel waren. In Kalifornien war ich zuletzt mit. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Es war ein Licht wie der Social Net Nostalgiefilter, den es in den 40ern gab. Ja, die hat uns jetzt ein bisschen erzählt, wie die gegen Dingsbums gekämpft haben. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Haben ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Wenn sie gegen eine Kriegsmaschinerie kämpfen, die von einer KI gesteuert wird, ist es ein bisschen schwierig, ne? Also es ist halt schon... Ja, vor allem, wenn sie von den Besten der Besten hergestellt wurde.
ist alles natürlich nicht ganz so geil. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Finde ich interessant. Rotes Licht, kein Strom. Ist immer gut. Informationen. Hoch, hoch, runter, runter. Alles klar. Hoch, hoch. Runter, runter. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Hier ist die nächste und da oben noch eine, glaube ich. Och nee. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Norden? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Und vor allem hörst du dich gerne reden, Wurm, Scheiße. Ich bin halt was ganz Besonderes. Geh mich auf den Sack. So, dann muss ich da rüber. Hoch, runter, links, rechts. Okay. Das war's. Klingt zumindest so. Ja gut, ich hätte jetzt wahrscheinlich hier rüber gekonnt. Aber passt schon. Also okay. Mach mal die Tür auf. Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Nebenquest, altes Waffenlager. Ja, da kriegt man irgend so eine Rüstung, aber... Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur das machen wir beim nächsten Mal. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.